Jo, Servusler und willkommen hier in meiner kleinen Klimpersteinige zu einer weiteren Folge. Was ist drin? Rupert Markus hat mich vor geraumer Zeit angeschrieben, mal gemeint, euch Dosten. Es gibt bei uns im Actionmarkt so Bausteine-Koffer, Bausteine-Boxen mit Klemmbaustein bunt gemischt. Steht natürlich falsch rum. So rum gehört das gute Stück. Da ist der Karton. 500 Teile für 9,95 Action ist das wegen so ein Gruschladen, so wie ich das mitbekommen habe. Bei uns hier in der Gegend gibt es, glaube ich, keinen. Also ich kenne ihn nicht. Aber bei Rupert Markus gibt es wohl solche Actionläden mit Grusch aller Art und Vertrieb ist wohl irgendwo Holland oder sowas. Ja, haben wir gesagt, gut, schick mal rüber so ein Kartönchen. So schaut's aus. 500 Teile. Hier an der Seite ist die Teileliste. Es steht zwar immer da, 60 einmal 4 Bricks, 150 zweimal 4 Bricks, aber nicht welche Farbe. Also das ist nur so eine ungefähre Angabe. Kann sein, dass die sich beim Kommissionieren da denken oder es nicht so genau nehmen und halt einfach reinschmeißen, was da ist. Deswegen geben sie keine Farben an, ich weiß es nicht so genau. Hinten ist es übliche Sprachgewirr. Lauter Sachen zu lesen, wie nicht für Kinder unter 36 Monaten, bla 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 und so weiter und so fort. Hier steht auch, Farben und Inhalt können abweichen von der Abbildung. Ganz wichtig, ne? Und das Ganze kommt eben aus Holland. Made in China. Wer der Hersteller ist, wir wissen es nicht. Und weil wir es nicht wissen, gucken wir mal rein. Ich switch hier um. So. Und dann gucken wir da mal rein, ne? Wir sind ja quasi neugierig. Messerchen gezückt, aufgeschnitten und so. Beutel über Beutel. Oh, der ist schon offen hier, schon aufgeritzt. Oh, da sind sogar große Platten mit bei. So, das war's. Karton ist leer. Karton kann weg. Es sind große Platten mit bei. 20 auf 20, denke ich mal, oder? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ja, 20 auf 20 Plates. In Rot, in Grün und in Weiß. Durchaus brauchbar. Kann man was zum Hersteller sagen? Hier gibt's keinerlei Nummern. Keine Angaben, Angusspunkte. Die sind sogar richtig sauber. Das ist einfach nur... Kann man das hier irgendwo sehen? Ne? Ihr seht nichts, ne? Hier ist es einfach nur ein Punkt. Mehr nicht. Gucken wir uns die Steine an. Wir haben sogar Plates hier drin. Ich öffne das einfach jetzt mal, um zu gucken. So, Folie kann ebenfalls weg. Oh, da ist... so wie es Dingens macht. Plative. Mit Vertrieb. Allerdings ist das ein Sticker. Ist nicht bedruckt. Hätte man sich auch sparen können. Jetzt hat man so einen komischen Sticker da auf dem Brick. Was soll's. Angusspunkte erinnern halt ganz stark an Xingbao, Kunlong und so weiter und so fort. Nummern kann ich in den Bricks keine erkennen. Und ohne Nummern wisst ihr ja, ne? Hersteller unbekannt. Da doch hier. 3287 ist das hier bei allen. Ja, ich würde hier mal sagen, das hier ist Kunlong. Jawohl, ja. Rupert Markus meinte, es müssten mehrere Hersteller sein, weil sie verschiedene Angusspunkte haben. Aber ich kann es euch hier schon mal zeigen und das Phänomen ist mir schon mal aufgefallen, gerade bei Kunlong, bei den 2x4 Bricks. Es gibt 2x4 Bricks mit Angussnase auf der Noppe und mit Angussnase zwischen der Noppe. Beide haben aber dieselbe Nummer unten drin stehen. Das heißt, sie kommen beide aus dem selben Werk, vom selben Hersteller. Die Angusnase hat nicht immer zwangsweise was mit dem Hersteller zu tun, beziehungsweise es gibt durchaus Hersteller mit unterschiedlichen Angusnasen. Das hat was damit zu tun, wie die Spritzgussformen konfiguriert sind. Die 2, 4, 6, 8, die 2x8er Plates sind alle von Kunlong. Mich wundert, dass bei den Großen hier nichts drin steht. Macht ja nichts.
schwarze und weiße 2x4 Bricks ohne Ende. Oh, viele, viele. Einmal 2, einmal 1 Bricks und dergleichen. Ja, ich muss schon sagen, also für 9,95 macht mir auf jeden Fall nicht viel falsch. Das hier ist Kunlong. Und das hier ist ebenfalls Kunlong. Zwei verschiedene Angusspunkte. Einmal auf der Noppe, einmal zwischen den Noppen. Könnt ihr das sehen? Bei Schwarz ist es schwer, ne? Hier. Beides aber Kunlong-Steine. Einmal Vierer in Schwarz, in Weiß, einmal Zweier, einmal Einser, alles in Schwarz und in Weiß in Massen hier. Und das hier wird wohl dasselbe sein. Es wird wohl immer wieder derselbe Beutel sein mit demselben Inhalt. Einmal in Gelb und Rot, einmal in Blau und Grün und einmal in Schwarz und Weiß. Und dann kommt hier eben noch der Mischbeutel mit bei, mit den 2x8ern. Aber interessant. Für Mocker, die derartige Steine brauchen, weil hat man ja schon öfter mal die Diskussion, ob denn ein Mocker so viel Steine dieser Art braucht, ne? Gibt durchaus Mocker, die sowas brauchen. Kommt mal darauf an, was man bauen möchte. Einen Berg oder so, eine Höhle oder irgendwo, wo man es nicht sieht. Oder dann einfach für die Kiddies. Für die Kiddies als Mitbringsel zum Spielen. Auch da macht man nichts verkehrt. Ja, alles Steinchen aus dem Hause Kunlong. Jawohl. Sehr schön. Nichts Ungewöhnliches. Aber auch jetzt nicht der letzte Dreck. Ganz im Gegenteil. 2x2 Bricks. Ebenfalls aus dem Hause Kunlong. Scheint sich hierbei durchgehend um einen Hersteller zu handeln. Nicht so wie ursprünglich angenommen, aber es macht ja nichts. Man versteht es ja. Da ist auch eine Nummer drin, die sieht man schlecht. Ja, Kunlong. Versteht es ja, dass die Leute immer selber anfangen zu spekulieren. Weil es ja doch im Grunde fürs Hobby total irrelevant ist, woher die Steine kommen. Hauptsache, es Set macht Spaß oder die Steine haben den Sinn, die man da vor sich liegen hat. Aber halt einfach für einen Gag, für die Gaudi, um ein bisschen hinter Strukturen und Verstrebungen und Vernetzungen zu kommen, ist es dann doch immer ganz interessant herauszufinden, wer wo was kauft, wer wo was kommissionieren lässt und wer wo dahinter steckt. Kunlong scheint wohl seine Steinchen auch an andere europäische Firmen zu verkaufen. Ganz interessant. Ich finde es interessant, dass sie hier solche großen Plates im Angebot haben, wenn die denn von Kunlong sind. Hier ist keinerlei Nummer zu erkennen, aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass auch diese Plates aus einem Hause sind. So viel zum Thema, was ist drin? Wer sowas brauchen kann, wie gesagt, zuschlagen. Ich meine, für 9,95, das macht knappe 2 Cent pro Stein, macht mir hier definitiv nichts verkehrt. Wenn man hier ein Weihnachts-Schneediorama bauen möchte oder, keine Ahnung, Notre Dame nach dem Unglück, schwarz. Oder halt einfach sich mal ergötzen möchte an gesunder Einhornkotze. Der möge hier doch zugreifen. Ansonsten wäre das Ganze halt ideal für die Kindergrabbelkiste. In diesem Sinne, Leute, ihr wisst ja, ne, jedes Set ist es wert, gebaut zu werden, auch wenn es kein Set ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Euer Doschen und baut was Schönes.